Hallo Leute, hier ist wieder euer Mario Kart und willkommen zurück zu einem neuen Part Mario Kart 8 Deluxe. Heute geht's weiter mit den Retro-Strecken im Bananen-Cup. Ich glaube, das ist jetzt die erste GCN-Strecke. Das war die staubtrockene Wüste. Jetzt guck mal rechts auf der Karte. Die Oase unten ist einfach ein Smiley, ein umgedrehter Smiley. Ich fahre hier mal rechts lang. Digga, kann ich auch mal was? Ah, cool. Rot hat dann doch keinen Bock auf mich gehabt. Finde ich nice. Ich glaube, es ist schneller von den Bergen abzuspringen als da kann man trinken? Einen Stunt machen? Es kommt natürlich der Anschlag hier, Alter. Fahr doch in die rechte Richtung. Mann. Ich glaube, das gibt wirklich mehr Speed, wenn man einfach von den... Ja, seit wann kann man da tricken? Ja, was tue ich denn? Oh nein, meine Münze. Pilze, ich bin mittig durch die Pilze durchgefahren. Ich bin super schlecht. Soll nicht wieder die super abgezogen. Es hat keinen Trick gemacht. Aber ja. Also das ist definitiv, das fühlt sich wirklich schneller an als über die Wasser auf Stoßungen da, wie nennt man das? Ja. Ich sehe gerade, die fahren rechts lang, rechts außen lang. Was? Wieso tun die das denn? Die CPUs. SNES Donut Ebene 3. Viele finden diese Strecke super geil. Die wurde super geil remaked. Ich finde sie nur so, naja. Alter, guckt euch mal die Leute da rechts an. Hier, den Yoshi und den Todd da. Die haben sau wenig Polygone. Schaut euch das mal an. Melinda! Du kannst hier gefühlt nirgendwo tricken. Und diese Wasserstellen da ist auch... Bläh. Ah, was tue ich? Warum aber die Donut-Ebene heißt, aber ja. Ja, was? Wo war da jetzt ein Trickding? Ein Trickding.
Es ist schön, wie die Brücke so mit den Wellen wippt. Das habe ich noch nie, ist mir noch nie aufgefallen. Das hat zu sehr gebremst gerade. Aber ja, das Hammer. Wenn der Blitz jetzt noch super unnötig war und mir erstmal drei Münzen wieder abziehen musste, natürlich, ne? Klar. Die königliche Rennpiste. Schaut mal die Zuschauer auf der Tribüne an. Das sind vielleicht 10 FPS da oben, hallo? Ah ja, da wir gerade eben noch von Münzen geredet haben, ne? Ich werde noch mit euch hier in dem Let's Play alle goldenen Sachen freischalten. Das heißt, wir werden doch noch den Spiegel, alle Cups auf Spiegel-Modus machen. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber werden wir machen, ja. Weil man das muss für den, fürs Goldcard, glaube ich. Ich glaube, den Goldgleiter habe ich sogar schon. Mit 5000 Münzen schaltet man den frei. Ich glaube, ich habe 5500 oder sowas. Weil ich halt häufig mit meinen Freunden so Karl gespielt habe. So, keine Ahnung. Ich kann mich so daran erinnern, wo wir auf der Zugfahrt nach München. Ich glaube, wir haben da 4 Stunden lang Mario Kart einfach alle 48 Rennen durchgezockt. Das waren noch Zeiten, ey. Aber naja, für die Goldreifen muss man jeden Nintendo-Geistfahrer besiegen im Zeitfahren. Das heißt, wir werden nochmal alle Schrecken im Zeitfahren-Modus machen. Ich freue mich. Ja, aber das kann wirklich spaßig werden. Einfach nur auf Abkürzungen gehen und auf die schnellste Strecke und auf die schnellsten Wege rausfinden alles. Wird bestimmt nice. Ja, und Gold Mario kriegst du halt, wenn du 200 CCM in jedem Cup, glaube ich, den Goldpokal bekommst. Ja, der Stachel kann mir jetzt egal sein. Aber ja, da wir eh die 3 Sterne im 200 CCM Modus machen, haben wir das auch dann. Gold Mario freischalten. So, jetzt noch als letztes der DK Dschungel vom 3DS. Ist doch letztes Rennen, oder? Irre ich mich da gerade. Ja, ist letztes Rennen. Ich nehme einfach die übelste Abkürzung hier. War noch ein Gleiter, wo ich den Goldtempel reingab. Nice.
Weil ich Mario Kart 8 im Gegensatz zu Mario Kart Wii halt auch nice finde. Auch wenn es manchmal ein bisschen blöd ist und so, aber auch eigentlich gute Erneuerung, dass halt rote Panzer fliegen können. Ja, die können dich nämlich deswegen auch hier so bei einer Flugrampe auch in der Luft treffen. Oder auch bei jeglichen Rampen hier, zum Beispiel auch hier vorne. Ja, wenn du hier einen roten Panzer mal gerade wie schießen würdest. What the fuck ist gerade passiert? Wird der rote Panzer niemals hier auf die andere Seite kommen. Aber hier in Mario Kart Wii springt der rote Panzer einfach auf der Blume mit. Oder liegen Pilze. Das war so close. Aber ich hab's geschafft. Der Blitz war schon wieder so unnötig, Mann. Lass mir doch meine Münzen, bitte. Gott. Das goldene Fass, Alter. Nice. Natürlich wieder easy 3 Sterne, ne? Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lasst auch gerne ein Like da und vielleicht sogar ein Abo. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.